Oh ja, es ist wieder Zeit für Erste-Hilfe-Ausrüstung. Dieses Teil von Mühltec. Habe ich Mühltec gesagt? Ja, ich habe Mühltec gesagt. Das ist ein Outdoor-Erste-Hilfe-Taschel mit Inhalt. Und wenn du wissen willst, was es kann, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann. Schön, dass du wieder dabei bist hier am Survival Shop Kanal. Dieses Teil hier, das ist von Mühltec und da sagen viele jetzt dazu, das ist Mühltec und das ist ein Schaß mit Quasseln und sowas und überhaupt, aber lasst dir noch ein bisschen Zeit, denn das heißt nicht automatisch, dass das Ding schlecht sein muss. Dieses Teil hier hat Vor- und Nachteile. Der Dr. Thomas Gierk ist mein privater Notarzt und Notfallmediziner, möchte ich gleich dazu fügen, mit dem wir übrigens auch einen eigenen Online-Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben. Gebe da unten den Link dazu, schau dir das an. Der würde sagen, das Taschel ist durchaus in Ordnung. Und wenn man so taktisch und militärisch unterwegs ist und alles gerne in Grün hat, dann ist das auch okay. Aber irgendwie fällt es nicht auf und genau das ist der Punkt. Also auf einem klassischen Outdoor-Rucksack fällt das Ding nicht auf und das ist vielleicht ein bisschen ein Nachteil, das muss man sich bewusst sein. Auch wenn hier so ein rotes Streifal drauf ist, das muss man sich bewusst sein. Der große Vorteil von diesem Ding hier ist aber auch, dass man, wenn man es tatsächlich auf einem Rucksack mit Molle mäßig drauf gepoppt hat, hier diese Platte hat, und da kommt das Ding drauf und wenn ich es brauche, kann ich es runternehmen und ja, ich brauche nicht den ganzen Rucksack, wenn ich zum Beispiel einen Redback MK3 von Tasmanian Tiger habe oder was auch immer, muss ich nicht den ganzen Rucksack bewegen, sondern eben nur dieses Teil. Das ist auch relativ leicht und ist gut, das taugt mir total. Wichtig ist, dass hier natürlich mit der Zeit irgendwelche Fusel draufkommen können und dann hält das Ding nicht mehr so gut. Die müssen halt immer wieder entfernt werden, aber das ist wirklich für den Langzeitgebrauch. Da ist das ein Thema. Aber gehen wir zur Tasche selbst, pass auf. Bevor wir uns anschauen, was drinnen ist. Und da können wir dann auch noch einmal kurz drüber sprechen. Was ich an dieser Tasche gut finde, ist, dass sie, wie soll ich sagen, so eine Schnellaufreißfunktion hat. Du hast hier eine kleine Lasche, die du runternimmst, die aber auch eine Fixierung sicherstellt. Also das kann dann natürlich auch nicht so einfach aufgehen. So, jetzt mache ich diese Schlaufe hier ab, nimm dann hier auf an diesem roten Bügel das Teil und kann es aufziehen komplett. Ja, und dann vor mich hinlegen, oder es liegt am besten schon vor mir, und habe dann Zugriff zu den einzelnen Teilen, die ich brauche. Was braucht man eigentlich? Das ist eine Philosophie für sich selbst und da gibt es viele andere gute YouTube-Kanäle, wie zum Beispiel den Mediurs etc., die sich da wirklich gut auskennen und ihre Energie und ihr Leben da reingeben und Experten dabei sind. Das heißt, da kannst du das anschauen. Wenn du unseren Kurs buchen willst, gebe ich da auch unten den Link, schau dir das an mit Dr. Thomas Gierkes. Entschuldigung, das ist richtig Ausdruck. Das zahlt sich auch auf jeden Fall aus. So, der Punkt dabei ist, du hast hier viele Möglichkeiten, Ausrüstung anzubringen. Schauen wir uns auch gleich an. Aber ich finde es wirklich gut. Ich finde das wirklich gut. Das ist irgendwie so ein bisschen militärisch, muss man auch dazu sagen. Ne? So nach dem Motto, ich habe mein Alpha-Eck. Okay, ich bin angeschossen. Oh yeah, mein Kollege ist angeschossen. Ich take es von meiner Kampfwest runter, lay it down on the ground, rest auf und help me. Also ja, das ist klar, dass das natürlich in diesen Bereich reingeht, aber das bedeutet nicht, dass es für den zivilen Bereich nicht denkbar und nicht machbar ist. Ja? Man muss es halt trainieren und warum auch nicht. So, jetzt zu dem Zeug, das dabei ist. Es ist so, dass das Zeug, das hier mit dabei ist, billige Angaben, gibt es natürlich in einem Shop, gebe ich da den Link, da ist das alles beschrieben. Da sind dann Pflaster dabei und das Dreieckstuch, also der Thomas, der Dr. Thomas, der ist ganz, ich sag verrückt, ich denke jetzt extra nach, also ich sag verrückt auf Dreieckstücher, weil man da irrsinnig viel improvisieren kann. Ich habe mir irgendwas ausgehängt oder irgendwas brauchen zum Ruhigstellen. War das jetzt Ruhigstellen oder war das zum, ich weiß es nicht mehr, er erzählt es ihm und ich vergesse es ihm, aber ich verstehe, was er damit meint. Ja? Und zum Fixieren zum Beispiel oder auch für den Druckverband ist es ganz, ganz essentiell. Das ist das super. Dann hast du eine Rettungsdecke mit dabei, dann hier ein, wie man Erste Hilfe macht, was nämlich oder was drinnen ist. Entschuldige, das was, wie man Erste Hilfe macht, dieses Zettel ist hier drinnen. Da muss ich dir dazu sagen, ich finde das ja schön, wenn das von den Maltesern gemacht hier, ja, alles in Deutsch. Ich finde das ja gut, wenn die das tun, wenn so ein Ding dabei ist. Aber ich glaube, das ist nur meine Meinung, dass es gescheit wäre, die Sachen vorher durchzulesen. Also nicht, wenn jemandem die Hand fehlt oder der schreit oder es zu einem anaphylaktischen Schock kommt, ja, was auch immer das bedeutet, ja, um das einmal herauszufinden, nicht dann erst beginnt, ein bisschen zu lesen und einmal zu schauen, naja, wie geht denn das? Oder ein
du hast jemanden und der hat keine Atmung mehr, wäre es eigentlich cool, dass du eigentlich einmal überprüfst, ob die Atmung da ist und so weiter. Also die Heftel sind lieb, aber es wäre cool, wenn man es vorher macht. Gut, und dann hast du hier jetzt zum Beispiel dann noch einmal eine lustige Rettungsdecke mit dabei und anderes Zeug. Das ist gut und das ist lieb und das ist nett. Ich bin aber der Meinung, dass man sich sein Set ganz einfach selber zusammenstellt nach dem, was man ganz einfach braucht. Und da gehe ich zumindest nach dem Prinzip First Things First. Die Dinge, die mich zuerst umbringen, die brauchen zuerst eine Lösung. Ja? Das, was mich zuerst umbringt, braucht zuerst eine Lösung. Und wenn ich jetzt nicht in einer Kampfsituation bin, was ich Gott danke nicht bin, käme ich da überhaupt nicht aus, muss ich auch dazu sagen. Ja? Sondern einfach so im Wald herumkrebst. Zum Beispiel hier auf dem wunderschönen Buschkraftareal. Schau dir das an, wie es da schön nach oben geht. Wir haben jetzt auch Herbst und das macht Spaß. Und ich war heute mit meinem Sohn ein bisschen unterwegs und du gehst da irgendwo da rein. Was kann dir passieren? Okay, könnte der Wolf kommen und mir den Kopf abbeißen, dann brauche ich kein Erste-Hilfe-Set mehr. Wobei, die Wölfe ziehen bei uns noch durch, die haben wir nicht, also das ist ein Blödsinn, ja, wirklich. Aber er könnte mich beißen. Gut, ich habe Handyempfang, das heißt, das ist in Ordnung, könnte schauen, Tollwut, bla bla bla, kann ich mit meiner Erste-Hilfe-Set sowieso nichts machen. Aber es könnte sein, dass ich abstürze, runterrutsche irgendwo, ja, könnte mir wehtun. Gut, könnte man Erste-Hilfe machen. Ist das notwendig? Ja, muss ich eigentlich nur schauen, dass ich nicht auskühle. Und dann muss man schauen, und da ist halt was anderes notwendig, die erste Hilfekräfte hierher kommen, also meine Rettungsdecke oben drüber werfen oder vielleicht eine zweite noch dazu, vor der ich ja auch sehr viel halt. Oben beim I-Klicken habe ich ein eigenes Video dazu gemacht, ja. Und dann halt schauen, dass die Rettungskräfte zu mir herkommen. Aber wenn ich mich nicht mehr bewegen kann, weil ich mal zwei Haxen gebrochen habe und der Arm auskugelt ist, dann werde ich da oben herum nicht mehr herumkraxeln, sondern ich werde Hilfe holen. Und da muss ich Unterkühlung, also Unterkühlung, weil das ist relativ rasch ein Problem. So, mit dem muss ich zurechtkommen. So, das nächste ist, ich schneide mal mit meinem Bushcraft Beaver oder mit einer Säge oder mit einer Axt hacke ich mir irgendwo rein. Und das Blut rinnt ein bisschen oder so richtig spritzend, pulsierend. Ja. Dann wird es auch irgendwie unangenehm. Das bedeutet, ich brauche Material mit. Und da haben wir vorher schon drüber geredet. Wundauflagen, Dreieckstücher, wenn du einen Israeli-Schnellverband auf den stehst und damit auch umgehen kannst. Manche sind voll geil auf das Tourniquet. Ja, ist auch wieder so eine Sache, ja. Wie auch immer, irgendetwas, ja, und schau dir den Kurs an oder geh zu anderen YouTubern, die sich da auskennen und schau dir ganz einfach an, wie ich diese Gefahr in den Griff kriege. Blutung, nämlich eine starke Blutung, nicht, ich habe da ein kleines Aua gemacht, sondern so richtig, ja. Und auf das muss ich reagieren. Das heißt, ich brauche dieses Material und das wird ja ein Dreieckstuch sein, es werden Wundauflagen sein und es werden natürlich auch irgendwelche kleinen lustigen Pflaster sein, weil die hat man auch mit dabei, das ist in Ordnung. So. Damit habe ich ja mal schon einen guten Teil abgewickelt sozusagen. Nämlich, wenn es mich irgendwo auf die Go haut und dann habe ich meine Rettungsdecken mit für meinen Wärmehaushalt und ich habe gegen starke Blutungen irgendeine Art von Mittel. Aber ich muss auch wissen, was ich tue. Das ist ganz wichtig. Ja? Daher immer wieder Kurse gehen, Online-Kurse, Live-Kurse. Bücher sind auch gut. Schau ganz einfach, dass du da fit wirst, denn wir reden ganz viel über Messer und Ausrüstung und andere Dinge und ergötzen uns daran, dass wir die schönsten, geilsten Superlocken machen, aber über Erste Hilfe haben die meisten keine Ahnung. Will ja niemanden zur Nahe treten, ja? So, ist das. Und dann gibt es halt so Sonderthemen, die auch irgendwie aschar sind, wenn man so sagen darf. Ja, das sind irgendwelche allergischen Reaktionen, die man haben kann, ne? Und die man vielleicht nicht weiß. Wir haben eh hier auf Valdolapathé einen Erste-Hilfe-Tag gehabt und es war ein Teilnehmer dabei. Ich kann mir nicht mehr an den Namen erinnern, aber ich sehe ihn noch von mir, war schon öfter da und wenn du das jetzt siehst, lieber Teilnehmer aus dem Weinviertel, wenn ich dich sehe, umarme ich dich wieder, weil ich dich wieder kenne. Das war super, aber ich vergesse den Namen leider. Und er erzählt, er war mit seiner Frau spazieren und ist von einer Biene oder Wespe oder was auch immer gestochen worden. Und es war innerhalb kürzester Zeit so, dass er wirklich handlungsunfähig war. Sie haben die Rettung gerufen, die sind extrem schnell gekommen und er hatte ganz einfach ja, eine allergische Reaktion aufgrund eines Insektenstiches. Jetzt hat er unterschiedlichste Mittel mit dabei, um das, was der Körper überreagiert, ja, das Immunsystem überreagiert, ja, zu dämpfen. Egal, wenn du sowas weißt, dass du so ein Problem hast, dann wird es gescheit sein, diese ganzen, ich will sie gar nicht nennen jetzt, ja, diese Pens und wurscht, ja. Dann ist es natürlich gescheit, dass du dir solche speziellen Themen, die dich betreffen, ganz einfach mit hast.
Das ist ganz klar. Das kann ich aber nicht pauschal jetzt sagen, dass das gescheit ist, sowas mitzunehmen. Aber worum es dabei geht, was ich dabei jetzt rausarbeiten will, ist Folgendes. Weißt du eigentlich, welche Gefahren es im Erste-Hilfe-Bereich wirklich gibt? Wir haben jetzt über zwei geredet, ja, oder drei eigentlich. Unterkühlung, starke Blutung und du hast irgendwann eine allergische Reaktion, was weiß ich was, ja, die nämlich auch bedrohlich werden kann. Weil schau, noch einmal, wenn es da ganz schnitzig gemacht hat und da rinnt ein bisschen Blut raus, dann ja. Aber etwas, was dich umbringen kann oder ausschalten kann, handlungsunfähig machen kann oder vielleicht Folgeschäden hat, ja, dass du mit irgendeiner Art von Behinderung oder anderen Beeinträchtigung leben musst. Das sind irgendwie so Sachen, die nicht so geil sind, gell? Weißt du die? Kennst du diese Gefahren? Und genau das ist der Punkt. Die Tasche ist super. Der Inhalt ist super. Aber ich habe wirklich das Gefühl, und ich sehe es ja auch bei den Trainings, dass die Leute nicht wissen, welche Gefahren es eigentlich wirklich gibt. Und daher mein Appell. Klar, ich will dir was verkaufen, ich gebe es zu, ja? Aber du musst es ja nicht bei mir kaufen. Es gibt einen Online-Kurs bei uns, wo wir diese Gefahren durchgehen, aber das musst du nicht kaufen, sondern geh zu einer Rotkreuz, Samariterbund oder Grünes Kreuz oder ich weiß nicht, wie die alle heißen, bei dir daheim, geh dorthin und mach vor Ort einen Kurs. Mach einen 16-Stunden-Kurs, der aufgeteilt ist, zum Beispiel auf mehrere Wochen, da gehst du einmal die Woche für 2 Stunden hin, machst diese ganzen Übungen durch und konzentrier dich darauf. Wie viele Leute wollen Selbstverteidigung und Armbrüste oder Messer oder sonst irgendwas? Und du musst es üben, du musst ja wissen, was du tust. Und da sind sie ganz verrückt drauf und mach das, wenn du das willst. Aber Erste Hilfe, das wird meistens ganz einfach, das wird mir schon nicht passieren. Aber erst dann, wenn es passiert und es echt eng wird, dann ist es spät, dann wird dir das da nicht helfen. Daher, komm in die Gänge und besorg dir dementsprechendes Wissen. Ob online, ob offline, ob beim Roten Kreuz, bei mir. Und es gibt viele andere wunderbare Anbieter hier. Ich habe eh schon den Medi-Urs genannt. Ja. Oder der Dr. Thomas Gigis macht auch Live-Kurse. Ja. Also geh zu den Experten hin, die sich wirklich damit auskennen. Nicht solche Schlapfen wie ich. Ich bin auch nur ein interessierter Laie. Geh hin zu den Leuten, die eine Ausbildung haben, die wissen, worum es geht und die auch eine Antwort auf die spezifischen Fragen für die Natur und für Extremsituationen, für Krisensituationen ja, dir geben können. Das war's. Eine Predigt aus dem wunderbaren Greenscreen hier auf Waldurlaub.at. Ich gebe dir den Link zu allen Produkten, das ist eine billige Eigenwerbung, ist so wie immer. Komm in die Gänge, schreib mal einen Kommentar, wie du das siehst. Daumen nach oben oder nach unten, gerade wie du magst. Abo da lassen ein paar andere Videos. Grüße gehen raus an alle, die ich jetzt hier erwähnt habe. Dein Rainer Rossmann und Dr. Thomas Gigis. Der Kurs mit ihm, der rockt. Bis dann und ciao, ciao.